Ja, hallo und willkommen zurück bei Nachtmars Traum mit meinem bisher nervigsten Endboss. Und zwar der, wo hier gleich anschließend im Dialog kommt. Ihr habt zum letzten Part schon mitbekommen, wie ich ja schön eine Packung bekommen habe. Das Nervige daran ist halt an seinem faulen Atem. Das spammt er ab einem bestimmten Punkt im Spiel und ja, dann bin ich halt Matsch. Ich habe jetzt mal allen Gockelresistenz gegeben, also das ist eine Rüstung. Die macht mich zwar physisch ein bisschen angreifbar, aber sie sind alle gockelresistenter. Ich hoffe mal, es nützt irgendwas. Damit muss ich leider Gottes hingehen und ganz den Weg zurückstapfen, ne, wie ich gekommen bin. Und mein Equipment verbessern. Also mit Geld. Wenn ich eine Chance habe gegen den Jupiter. Das ist echt ein nerviges kleines Vieh. Ich probiere es mit Gorko, eine resistenter Rüstung. Ihn nehme ich weg, damit er kein Dings abbekommt. Wie beißen. Eben das hier. Der macht so viele Angriffe. Jetzt kommt von der Power Atem. Fängt da diesmal früher an als sonst. Ja, er kann keine Items benutzen. Müssen wir uns nur mal hochheilen. Hoffen wir, dass Diontis Items benutzen kann. Ja, kann er. So, die erste Runde voller Atem haben wir hinter uns. Echt ein schlimmer Brocken. Das sind eigentlich Opferung mit. Ne, diese. Da gab's doch diesen Fieberrolle. Was bedeutet das eigentlich? Ne, ich mach mal da mal eine schöne Packung mal rein hier. Oh, mach richtig Schaden, ne? Ich muss mal noch mich ein bisschen hoch rein. Item oder? Oh, was hat er getan? Ja, zu viel. Ja, sind sie wieder alle im Lummerland. Gockelschutz wirkt anscheinend ein bisschen. Darf ich wieder zugucken? Und darauf hoffen, dass ich wieder lebendig werde irgendwann. Was nicht sehr wahrscheinlich ist. Bis jetzt bin ich immer an solchen Punkten gestorben. Konnte mich dann manchmal noch ganz kurz fangen. Dann hat er gleich wieder einen faulen Atem gemacht. Okay. Oder halt Aufstand gespammt. Und dann war halt Feierabend. Ne? Aber erstmal wieder wach.
Machen wir mal ein Wundermittel auf Kanata. Ist der auch wieder sauber? Das erste. Zumindest. Und nächstes Wundermittel. Kann der auch mal noch eine Runde? Jetzt muss ich natürlich gucken, dass der junge Mann überlebt. Wundert mich, dass ich das überlebt habe, ganz ehrlich. Fieberrolle. Oh, oh, mein Geld raus. Hauptsache Damage. Okay, jetzt muss ich mich irgendwie heilen, sonst habe ich ein Problem. Und ich habe nicht aufgepasst. Ja, und ich habe da drin gestanden. Und ich habe auch ein Elixier in den Hals werfen. Hauptsache voll. Ja, so lange habe ich noch nie ausgehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein nerviger Endboss. Also der nervigste überhaupt. Wenn er keinen faulen Atem hat, habe ich eine Chance. Ja, endlich. Er glaubt gar nicht, wie oft ich ihn probiert habe. Also bestimmt. Und mal. Gott sei Dank. Oh, die Fieberrolle ist klasse, das muss ich mal merken. Na, die Zeit ist also um. Wie? Meine Zeit in diesem Raum war kürzer als erwartet. Ist bedauerlich. Ja, als es mir nicht gelungen ist, dich zu töten, Kanata. Aber im Grunde hat sich nichts verändert. Wenn du dich versiehst, wenn du dich widersetzt, wirst du nur vernichtet werden. Bis wir uns wiedersehen, gehören dein Leben und ihr Leben mir. Also wenn wir uns wiedersehen, nehme ich mal. Anscheinend hat sich Krom fürs Erste zurückgezogen. Verdammt. Unter seiner Kontrolle zu stehen, war das schlimmste Gefühl überhaupt. Und zu erleben, was er wirklich bedeutet, ein Warg zu sein. Mir ging es genauso. Wie es aussieht, hat die Stimme im Turm die Wahrheit gesagt. Und Lord Zemrod griff uns an, weil auch er unter Kroms Kontrolle stand. Er wusste nichts davon, also konnte er sich nicht daraus befreien, wie Van. Um ehrlich zu sein, will ich einfach nicht glauben, dass ich nur ein Warg bin. Wer wir sind, spielt keine Rolle. Kanata, egal was passiert oder wer sich uns in den Weg stellt, wir werden Freunde bleiben. Ich bin so froh, dass ihr alle zurückgekommen seid. Leider sind nicht alle zurückgekehrt. Obaro fehlt, ja. Von Obaro fehlt immer noch jede Spur. Krom hat die Gestalt von Obaro angenommen. Aber wo ist der echte Obaro? Hoffentlich ist er nicht. Nein, ich bin mir sicher, dass er noch am Leben ist. Wir müssen eben nach ihm suchen, genau wie nach Lumina. Der alte Hauding hätte Äonen überlebt. So leicht ist er nicht tot zu kriegen. Wir sollten ihn so schnell wie möglich finden. Aber zuerst Lumina. Die ist doch da vorne in der Kuppel. Ja, ich weiß. Lumina, es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Bündeln wir alle unsere Gedanken und Gefühle. Komm zurück, Lumina. Wir sind hier, gleich hier. Kanata.
Komm jetzt hierher, so ein Hund. Ich. Willkommen zurück. Wir haben alle auf dich gewartet, Lumina. Lumina, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Weil der Turm mich beschützt hat. Ich wusste, dass dies nicht unsere Welt ist. Ich war verloren gegangen und wurde hierher geschickt. Ich hörte so viele Worte und Stimmen in meinem Kopf. Die Erinnerungen des Mondes entglitten mir und ich wurde so traurig und einsam. Aber dadurch habe ich endlich verstanden, was ich wirklich bin. Lumina. Ich habe endlich erkannt, woher all diese Stimmen kamen. Psychiatrieamt. Ja. Es war die Stimme eines anderen Ich, das tief in meinem Herzen ruht. Ein anderes Ich? Ja, die Erinnerung des Mondes und seine Gefühle. Dieses andere Ich ist der Spirit Nidkern, der im Inneren des Mondes verborgen liegt. Der Mond, das Spirit Nid Orb-System, hat die Welt erschaffen und erhält sie. Krom versucht, diese Macht an sich zu reißen. Nachdem Krom den Großteil der Macht erlangte, versucht er auch den Rest zu stehlen. Da stieß der Mond seinen Kern ab und sandte ihn hinunter in die Welt. Soll das heißen, dass du, das bist du, Lumina? Wenn ich es mich recht überlege, Lumina wusste schon immer alle möglichen Dinge, die niemand sonst wusste. Das lag also in dem Zugang zu den Erinnerungen und der Weisheit des Mondes, wie? Es ist egal, ob Krom es auf Kanata oder Lumina abgesehen hat. Wir werden sie beide mit aller Kraft verteidigen. Sie sind unsere Freunde, sie sind unsere Hoffnung. Eigentlich sind wir es doch, die echt Probleme haben. Wie es aussieht, sind wir keine Menschen, sondern Wargs. Ja, das habe ich selbst erst erfahren aus dem Wissen des Spiritkern. Ich glaube aber nicht, dass das so wichtig ist. Was ändert es denn? Wir sind immer noch die Alten und wir bleiben Freunde. Locke ist ein Geroid. Gianto wurde aus Erinnerung geboren. Darum konnte Krom sich nicht unter seiner Kontrolle bringen. Aber da wir Wargs sind, kann Krom uns das Steuern steuern und alle Waffen einsetzen. Das wird schon. Krom benutzt die Kraft des Mondes. Aber auch ich bin der Mond und kann das verhindern. Und wenn nicht, Van kann sich derzeit wieder aus der Kontrolle befreien. Du sagst das so leicht, aber diese Zwangsbeglückung mit der ganzen Wahrheit hat mich ziemlich mitgenommen. Nun, ich persönlich würde mein Leben nicht umkrempeln, ob ich nur ein Warg bin oder nicht. Das geht mir auch so. Wer man ist, wird nicht dadurch bestimmt, wo man herkommt. Denkt nur an Obaro. Er stammt aus dem Zeitalter der Panzermenschen, das von grausamen und schrecklichen Kriegern geprägt war. Dann nach den Menschen kamen Van, Loke, Shira und Galtra. Danach kam Dianto, der eine neue Vielfalt an Lebensformen repräsentiert. Und schließlich gibt es noch mich und Lumina, die Kraft des Mondes nutzen. Hier sind Vertreter all dieser verschiedenen Zeitalter zusammengekommen. Ich glaube, das muss eine Bedeutung haben. Wir alle müssen gemeinsam leben. Dafür schaffen wir eine Zukunft. Weißt du was? Du bist wirklich Hoffnung. Man, aber wenn wir Wargs sind, was seid ihr dann? Der eine hat die gleichen Kräfte wie der Mond, der andere hat sein Gedächtnis. Ihr seid noch viel seltsamer gestalten als wir alle. Als ob das unsere Schuld wäre. Meinst du etwa, ich würde das nicht gern ändern? Ich war völlig zufrieden damit, einfach ein normales Mädchen zu sein. Normal? Ein Mädchen, das andere in den Magen boxt? Luke. Ich hätte mir noch eine ziemlich große Frage. Aus welchem Grund auch immer, diese seltsame Welt hier hat uns gerettet. Also wo genau befinden wir uns eigentlich? Ich glaube, es ist so, wie Krom gesagt hat. Letzter Bestimmungsort der Verlorenen. Soll das heißen, wir sind verloren gegangen? Das glaube ich nicht. Verloren kann anhand von Erinnerungen zurückgeholt werden. Verloren sein bedeutet keine Erinnerung zu besitzen. Anders gesagt, wären wir verloren, dann wären wir die Verblasser oder nicht? Das ergibt Sinn. Wir sind nicht verloren, aber in einer Welt, in der die Verlorenen landen. Zumindest sowas in der Art. Wenn das stimmt, was ist dann mit unserer Welt passiert? Unsere Welt ist doch nicht schon verloren gegangen, oder war doch? Krom sagte, die Zeit sei um und ist irgendwohin zurückgekehrt. Wenn also ein Ort existiert, an dem Krom oder der einen Körperbesitz gehen kann. Ich verstehe, das bedeutet also, unsere Welt ist noch nicht verloren gegangen. Das ist sehr wahrscheinlich. Ich schließe daraus, dass es etwas damit zu tun hat, dass Krom Lumina braucht. Dann besteht also noch Hoffnung.
Wenn es noch Hoffnung gibt, müssen wir einen Weg zurückfinden. Habt ihr es gemerkt? Unsere Wickelsuits funktionieren wieder. Na super. Was? Haben sie denn bisher nicht funktioniert? Es stimmt, sie funktionieren wieder. Liegt es daran, dass Lumina wieder zu uns gestoßen ist? Ich halte es für möglich. Ich glaube nicht, jeder hätte die Wickelsuits in Ragnes aktivieren können. Es könnte daran liegen, dass Lumina der Mond ist. Das könnte auch die Reparatur der Wickelsuits bei Aktivierung des Mondkessels erklären. Die Kraft des Mondes reagiert auf die Aktivierung des Mondkessels. Und die Wickelsuits wurden wiederhergestellt. Es wird Zeit unserer nächsten Schritte. Aber zuerst müssen wir unseren alten Freund Obaro finden. Lumina schließt sich der Gruppe wieder an. Gut, dann kann ich ja wieder umbauen. Gott sei Dank. Gruppe. Loke, raus. Galdra, rein. Lianto, raus. Lumina, rein. So ist besser. Ausrüstung noch ändern. Ich hatte nämlich extra die massige Rüstung reingemacht. Okay. Mehr habe ich. Nee! Bessere Sachen habe ich gar nicht. Aber ich glaube, ich habe für Lumi noch eine neue Waffe. Die Götterfaust ist auch sehr stark. Da habe ich nichts Neues. Gott sei Dank. Gut, weiter. Endlich wieder vollzählig. Nanu, das ist wohl Obaro, ha? Huh? Der Verblasser schon wieder. Der ist aber hartnäckig. Ich werde ihm ordentlich eins auf die Mütze geben, dann haut er bestimmt ab. Man, warte. Dieser Verblasser, seine Aura kam ja gleich bekannt vor, aber jetzt verstehe ich endlich, das ist Obaro. Analyse läuft. Analyse abgeschlossen mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%. Handelt sich bei diesem Verblasser um Obaro. Kein Wunder, dass er verzweifelt versucht, uns auf sich aufmerksam zu machen. Könnte das wirklich Obaro sein? Wenn das stimmt, was sollen wir dann tun? Haben wir Erinnerungen, mit denen wir ihn zurückholen könnten? Wir sollten reichliche Erinnerungen an ihn besitzen. Sie sind in jedem von uns. Wir sind so weit zusammengereist und haben gemeinsam so viel durchgemacht. Ich habe früher von Obaro geträumt. Also kenne ich ihn auch aus seinem Zeitalter. Wir haben gute und schlechte Erinnerungen. Sie sind vielfältig. Das sollte genügen. Ja, und außerdem, wenn nicht, wissen wir auch nicht weiter. Na gut, Kanata. Nimm unsere Erinnerung an dich, wie du es schon zuvor getan hast. Dieser Menge schaffe ich es bestimmt. Obaro, ich werde dir nun deine ursprüngliche Gestalt zurückgeben. Hoffen wir mal, dass es klappt. Puh, ich bin wieder ich selbst. Ich wusste weder ein noch aus. Ich konnte weder sprechen noch meine Gedanken übertragen und hatte schon fast aufgegeben. Tut mir leid, dass ich dich nicht früher erkannt habe. Was ist überhaupt passiert? Keine Ahnung. Als ich zu mir kam, hatte ich schon diese Gestalt. Das kann nur Groms Werk gewesen sein. Niemand außer Grom würde so etwas tun. Wie dem auch sei, jetzt sind wir wieder alle vereint. Wir müssen einen Weg finden, diese Welt zu verlassen, wenn wir Grom aufhalten wollen. Das muss doch möglich sein. Sehen wir uns um. Ja, du hast recht. Sogar ein nervtötender Optimismus hat sich als nützlich erwiesen. Hey! Obaro schließt sich der Gruppe wieder an. So, jetzt sind wir wieder komplett. Keine halben Sachen. Das haben sie schnell geritzt mit dem Obaro. Das haben sie wirklich schnell erledigt, oder? Also. Da haben sie wirklich keine Geduld gehabt. So, Pengis Stein einmal. Endlich kann man weiter in dem Spiel. So, die Hütte gehen wir uns angucken. Oh, ich speichere einmal. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Mit Sterben und so momentan. Ob es
Station vorspulen. Okay, da kommt was. Schnüff, schnüff. Hey, habt ihr das gehört? Das klang, als ob ein kleines Mädchen weint. Dann gehen wir mal gucken. Wer ist da? Nanu, dieses Mädchen kommt mir irgendwie bekannt vor. Was hast du? Bist du ganz allein? Mein schöner Anhänger ist kaputt gegangen. Zeigst du ihn mir? Vielleicht kann ich ihn für dich reparieren. Hier. Dieser Anhänger. Nanu? Ich bin mir sicher, dass ich so einen Anhänger schon mal gesehen habe. Ja, er sieht genauso aus wie mein Anhänger. Aber wie kann das sein? Hat dieser Anhänger nicht deine Mutter für dich gemacht? Ja, das hat sie. Es ist eine Art Anhänger, die zwei Hälften hat, sodass beide zusammen ein Ganzes ergeben. Aber ich dachte, meine Mutter hätte die andere Hälfte. Hey, wo hast du diesen Anhänger überhaupt her? Tja, LG hat ihn mir gegeben. LG, das ist der Name meiner Mutter. Du meinst, Kanatas Mutter ist hier? Nun, wenn seine Mutter verloren gegangen ist, dieser Ort ist, wo verloren hinkommen, dann ist das sehr gut möglich. Das Schicksal besitzt große Macht. Meine Mutter? Ich meine, LG? Wo ist sie jetzt? Sie ist... LG ist... Schniff, schniff. Also liegt Mutter unter einem Baum und schläft. Danke, Moria. Danke, dass du meiner Mutter so eine schöne Ruhestätte gegeben hast. LG und ich lebten gemeinsam auf diesem Hügel. Sie war so lieb zu mir. Ich war sehr glücklich, bei ihr zu sein. LG sagt, dieser Hügel sei ein besonderer Ort für sie. Besonders diese Stelle hier war LG am allerliebsten. Darum habe ich sie unter diesem Baum begraben. Ich wollte, dass sie immer an ihrem Lieblingsort sein kann. Danke. Ich bin sicher, meine Mutter ist hier sehr glücklich. Meinst du? Ich hoffe es sehr. Kanata, ich weiß, wie du dich gerade fühlen musst, aber... Uns läuft hier Zeit davon, wir müssen gehen. Er braucht Zeit, um zu trauern. Kapierst du das nicht? Vern hat seine Worte nicht mit Bedacht gewählt, aber gehen müssen wir tatsächlich. Wir müssen verhindern, dass diese Tragödie sich wiederholt. Ihr Dummköpfe, kapiert ihr denn nicht, wie ernst die Lage ist? Wenn wir diesen widerlichen Kram stoppen wollen, müssen wir in die echte Welt. Die echte Welt? Ich wusste nicht, was sie damit meinte, aber LG hat davon gesprochen. Über die echte Welt und einen Weg, der dorthin führt. Ein Weg? Sie hat einen Weg gefunden, dann gibt es tatsächlich einen Ausgang aus dieser Welt. Aber Kanata, deine Mutter ist tot und wir werden nie erfahren, was sie wusste. Kannst du nicht, du weißt schon. Wie damals, als wir dir geholfen haben, Kanata, kannst du die Erinnerung eintauschen? Eintauchen. Ich wüsste nicht, wie. Damals hat uns der Kaiser mit seinen mentalen Kräften geholfen. Wir konnten direkt mit dem Bewusstsein von Kanata Kontakt aufnehmen. Nein, das ist gar keine schlechte Idee. Selbst wenn wir nicht in ihre Erinnerung eintauchen können, klingt es uns vielleicht, sie uns anzuhören. Wie meinst du das? Wir können einen Verblasser benutzen. Verblasser? Du meinst diese Dinger, die durch diese Welt wandern? Krom hat es gesagt, als er die Gestalt von Obaro angenommen hatte. Verblasser führen ein klägliches Dasein. Sie ziehen auf der Suche nach Erinnerungen umher. Verzweifelt suchen sie nach Ähnlichkeiten zwischen sich und anderen. Und wie hilft das uns? Verblasser wissen nicht mehr, welche Gestalt sie hatten, bevor sie verloren gingen. Genau aus diesem Grund können sie mit den Erinnerungen anderer fusionieren. Schlägst du im Ernst vor, einen Verblasser mit LGs Erinnerungen zu verschmelzen? Du willst also deine Mutter zurückholen und deinen Verblasser als Gefäß benutzen? Was? Sie zurückholen? Ich werde LG wiedersehen?
Ich werde es versuchen auch für dich, Memoria. Echt, ui, ich würde LG da so gerne wiedersehen. Nun, dazu werde ich deine Hilfe brauchen. Du musst mir alles über meine Mutter, über LG erzählen, woran du dich erinnerst. Jedes kleine Detail, so viel wie möglich. Ich habe jede Menge Erinnerungen an sie. Auf dem Hügel, gehen wir dorthin. Okay, auf dem Hügel gehen wir dorthin. Ah, gesperrt. Das ist das Tagebuch von Memoria und LG. Geschrieben, als auch auf was tagsüber passierte und unsere Pläne. Für den nächsten Tag. Wir haben vieles darin festgehalten. Ich schrieb auf, was ich am nächsten Tag essen wollte. LG hat es zubereitet. Darüber habe ich mich immer sehr gefreut. Wenn Memoria aufschrieb, dass sie LGs Hilfe brauchte, habe ich natürlich geholfen. Jetzt wird nichts mehr Wirklichkeit, wenn ich es aufschreibe. Aber dieses Tagebuch ist trotzdem Memorias kostbarer Besitz. Es ist voller Gedanken und Erinnerungen an LG. Schwarmerinnerung. Ich will möglichst viele. Gibt es noch etwas, was ich zur Erinnerung machen kann? Ach du. Ja, schon wieder selber angeklickt. Ja, ist gut. Ist nur ein Tagebuch. Mist. Ach, Mist. Aus purer Gewohnheit habe ich schon den Knopf gedrückt. LG war sehr lieb, aber sie konnte auch wütend werden. Na, wenn sie wütend wurde, war ich traurig, aber LG hat es mir erklärt. Moria wird wütend, weil sie mich liebt. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Dieser Baum birgt Memorias Erinnerung und er steht auf dem Hügel mit Elis Erinnerung. Hier liegen ihre und meine Erinnerungen am nächsten beieinander. Warum dachte ich, dass Elgin hier in Frieden ruhen könnte? Ich will möglichst viel, ja. Super, hier ist ja nichts mehr. Wenn LG voll ging, saß Moria auf diesem Stein, bis sie wiederkam. Sieht ihr das kaputte Spielzeug dort drüben? Damit spielte ich, während ich auf sie wartete. LG war handwerklich nicht besonders begabt. Der Anhänger von Kanata war ein bisschen grob gearbeitet, wisst ihr noch? Das Spielzeug war klapprig und ging dauernd kaputt. Aber ich freue mich darüber, dass sie sich für Memoria so große Mühe gab. Ich habe sehr, sehr lange damit gespielt. Ja, noch irgendwo eins. Irgendwas von einem kaputten Spielzeug da drüben gesagt. Ich sehe nur diesen Stein hier, aber Spielzeug sehe ich nicht. Oh, das letzte Stück hier, ne? Das letzte Objekt. Hier im Haus ist einfach... Doch, da ist noch was. Ha? Die Markierung auf der Säule. LG hat sie benutzt, um mich zu messen, wie schnell Memoria wuchs. Ich stand mit dem Rücken zur Säule und sie hat die Stelle mit meinem Kopf markiert. Wenn ich mich auf die Zehenspitzen gestellt habe, hat sie sich geärgert. Mein Messen war sie richtig pingelig. Die Markierungen liegen recht nah aufeinander. Großer gewachsen ist sie ja nicht gerade, wenn du mich fragst. Ach, hör schon auf, du klingst wie LG. Sie hat mich deshalb immer ausgelacht. Aber wenn ich so zurückdenke, im Rückblick wirkte ihr Lachen aufgesetzt. Ich glaube, LG freut sich darauf, Memoria aufwachsen zu sehen.
Und diese Menge Schabby ist bestimmt schön. Hau in die Seiten, Kanata. So schöne Lichter, sehen nur, wie viele es sind. Ich hoffe, das reicht aus, aber das weiß ich erst, wenn ich es versuche. Es war genug, um Ware zu holen, also sollte es so funktionieren. Wenn das so ist, dann lass uns einfach Blasse einfangen. Ich hatte gehofft, nie in dieses Tal zurückkehren zu müssen. Der Albtraum eines Daseins als Verbesser bereitet mir jetzt noch Kopfschmerzen. Memoria, ich möchte, dass du hier wartest. Wir kommen bald wieder, versprochen. Kanata, hier ist der Schlüssel zur Box, die Elgi behalten hatte. Ich möchte, dass du ihn hast. Kostbarer Schlüssel. Gut, ich werde hier warten. Bald euch, in Ordnung? Gucken wir noch schnell in die Box rein. Ein Schwert. Elgis Schwert. Cool. Schub noch stärker als was ich sonst. Ausrüstung. Naja, wohl so. Viel stärker. Luft. In der rätselhaften Klinge ist LG eingraviert, der Name der Mutter von Kanata. Schon stärker, definitiv, aber. Vom physischen her nur minimal. Ja, wir müssen jetzt eigentlich in die Schlucht. Falsch abgebogen. In die Schlucht müssen wir zurück. Aber ihr könnt euch denken, das werden wir jetzt nicht tun, sondern im nächsten Part dann, wenn wir den Verblasser einfangen. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.